Hallöchen meine Freunde der Nacht und willkommen hier zu unserem Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wie versprochen oder wie angekündigt, wie gesagt, wie auch immer. Es ist Samstag, ich bin halbwegs frisch von der Arbeit zurück. Naja, eher schon fast 2 Stunden, ne? 3 Stunden in 5 Minuten. Und werde mich jetzt mal gemütlich hinsetzen und eine Runde weiterarbeiten. Beziehungsweise ich lasse mal unseren Uwe der Bob und den Uwe da hinten weiterarbeiten, damit die für uns hier mal weiter das Feld bestellen. Was haben wir dem eigentlich gesagt, was er anpflanzen soll? War es Raps? Echt? Stimmt, 2 Felder voll Raps. Das war der falsche Knopf. Naja, ich bin noch ein bisschen leicht negativ aufgeregt von der Arbeit. Die war doch ein bisschen nervig. Was gleich dafür zuführte, dass ich 50 Gesprächsthemen für diese Aufnahmesession im Hinterkopf hatte, was ich dann vielleicht auf weniger reduziere. Oder auf weniger reduziere. Wie auch immer. Ja, was haben wir heute vor? Ich sag mal, Lachi-Lachi. Wie wär's mit Rapspflanzen, dann Raps wachsen lassen, dann Raps ernten, ganz viel Geld machen und uns irgendwas Schickes kaufen dafür. Und wir fahren so lange mit Uwe der Bob weiter. Obwohl Uwe der Bob braucht ein bisschen was länger, wir fahren so lange mit Uwe ohne Bob. Ja, kleiner Aufreger von der Arbeit, falls es euch interessiert, wenn nicht, erzähl ich es trotzdem. Ha. Weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich arbeite ja im Einzelhandel. Und das ist ja das schicke neue Apfelgerät ist ja rausgekommen. Oh, sogar 2 eigentlich. Einmal dieses Apfel Mini und das New Apfel Pad 4. Jetzt mal ganz im Ernst, was soll denn der Blödsinn? 2 Geräte? Im selben Release? Wieso? Ist doch bescheuert. Weil, was bringt das, ja? Also erstmal so der 7 Zoll Apfel an sich ist schon mal Murks. Also generell der normale Apfel, der nicht mal 10 Zoll hat, mit 10 beworben wird, ist ja schon Murks. Ja, aber dann nochmal eine kleinere Version rausbringen mit 7 Zoll. Generell alle 7 Zoll Geräte, also geht dich nicht, also nicht bloß hier das Ding mit dem Apfel, sondern auch das von Samsung meinetwegen. Was soll ich mit einem 7 Zoll Tablet? Weil wenn ich ein Tablet habe, möchte ich weitaus bessere Qualität haben als mit meinem jetzigen Smartphone meinetwegen. Denselben Service nutzen vom Smartphone. Aber was soll ich mit 7 Zoll? Das ist doch vollkommen bescheuert. 7 Zoll sind lahm. Denn ordentlich 10 Zoll, alle sind glücklich, ich habe was ordentliches in der Hand. Ja, wenn ich E-Mail checken will, weil 7 Zoll ist ein E-Book. Jedes standardmäßige E-Book hat 7 Zoll. Ist doch bescheuert. Dementsprechend, weiß ich nicht, also bin ich halt von dem 7 Zoll Gerät an sich schon nicht sehr zufrieden. Mal abgesehen, dass es Apple ist und ich Apple sowieso nicht ausstehen kann. Ja, Streitgespräche, ich weiß, manche würden jetzt sagen, aber Apple ist geil. Jetzt mal ganz im Ernst. Steve Jobs konnte nichts erfinden. Steve Jobs hat noch nie etwas Ordentliches erfunden. Ja, was hat Steve Jobs großartig geschafft? Der erste Durchbruch, den er hatte, war ganz richtig das iPad. Ne, das iPad, nicht scheiß, wer ist das scheiß Ding? iPod. Was war denn der iPod? Es war ein MP3-Player, den es davor schon 5 Jahre lang auf dem Markt gab. Er hat einfach einen MP3-Player genommen, ihn in eine kleine Blechdose gepackt, weiße Kopfhörer dazu geschmissen, hat gesagt, guck mal. Das war nichts anderes. Eine riesen mega teure PR-Aktion dazu und mehr nicht. Der Typ konnte nichts ordentliches Neues erfinden, weil es ist nichts neu erfunden worden am iPod. Es ist ein MP3-Player, ja, wo dahinter eine feste Software ist, wo man seine Sachen kaufen kann. Mehr ist es nicht. Und ansonsten war es einfach eine riesige PR-Aktion. Nur davor muss man den Hut für ihn ziehen. Oder vor ihm ziehen. Hätte man machen sollen, bevor er tot ist. Bevor er tot war. Aber ansonsten
bringt es, ist das Ding vollkommen sinnlos. Das gleiche wie mit dem Tablet. Okay, sie waren die ersten auf dem Markt, die so ein Tablet rausgemacht hat. Das war der logische nächste Schritt. Jetzt mal ganz im Ernst. Die Netbooks waren, sind im Prinzip die Vorreiter gewesen für die Tablets. Aber Netbooks hat sich irgendwann ausgemustert. Es sind ja schon die ersten Hersteller, lange bevor das erste iPad rauskam, bevor dieses erste Tablet von Apple rauskam, sind die Netbook-Hersteller, die Verkaufszahlen nach und nach zurückgegangen. Es haben schon erste Hersteller gesagt, die Geräte bringen nichts und sie haben nach einer Alternative gesucht. Und Apple war da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist das Gerät, wo ich sagen muss, okay, iPhone, ja, es ist ein Smartphone mit Glas. Jetzt mal ganz im Ernst, wie blöd kann man sein, ein Glaschassis für den Handy zu nehmen? Denn auch noch Glas hinten. Das dauert doch keine 10 Minuten, bevor das irgendwo runterklatscht und kaputt geht. Man kann doch nicht Glas für ein Gerät nehmen, was man sich in die Hosentasche steckt. Das sind so lustige Sachen, wo ich mir sage, warum? Deswegen auch gerne Streitgespräche führe. Wiederum, wenn jemand sagt, okay, ich möchte ein Gerät haben. Also jetzt ganz im Ernst, wenn jemand sagt, er möchte ein Gerät haben, wo er sagt, ja, ich gehe aber nur hin und schalt's ein und bin glücklich. Perfekt, Junge, dann kauf dir ein Apple-Gerät, fertig ist. Da brauchst du nichts dran machen. Das machst du einmal an, installierst dir die iTunes-Software und Ende Gelände. Glücklich bist du. Hast locker mal 100, 150 Euro mehr ausgegeben als für ein vergleichbares Android-System, was genau das gleiche kann. Ja, da ist auch kein großer Unterschied. Aber hey, wenn es dich glücklich macht, tu es. Ah, wieder eins weit gesprungen. Wir holen das noch schnell den Dünger und düngen das Feld noch hier. Weil schließlich wollen wir viel ernten. Und das riecht mich immer wieder auf, wenn ein Kunden ankommt. Gerade bei älteren Leuten. Ganz im Ernst. Okay, ich bin Verkäufer. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei den Fische, ja. Ein Verkäufer macht was, er verkauft Sachen. Und da kann noch so eine ehrliche Haut sein, wenn ich meinen Job nicht ordentlich mache und ich Sachen verkaufe, dann kann ich meinen Job vergessen. Es ist so. Jeder Verkäufer ist ein Arsch, jeder Verkäufer sieht nur das, was er macht. Und zwar, er sieht die Kohle, die er für seine Firma umsetzt und damit das glückliche Gesicht seines Chefes, wenn der Chef sagt, hey, unsere Bilanz stimmt, geil, alles super gemacht. Was glaubt ihr da, was passiert, wenn die Bilanz nicht stimmt? Gibt's Ärger. Also, jeder Verkäufer will verkaufen, jeder Verkäufer verkauft. Da kann mir keiner erzählen, es gibt aber auch ehrliche Verkäufer. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine ehrlichen Verkäufer. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Weil wenn ich ein ehrlicher Verkäufer wäre, würde ich die Hälfte meiner Kunden sagen, Leute, geht woanders hin. Also ich muss mir echt auf die Zunge beißen. Wirklich, bei den meisten Sachen, wie gesagt, wenn so ältere Leute ankommen und sagen, ja, sie haben ein Netbook, aber sie würden jetzt schon gerne Tablet haben. Wenn man dann so fragt, ja, wie weit, was wollen sie damit machen? Ja, E-Mails checken. Wenn du hast ein Netbook, was willst du jetzt mit einem Tablet? Wenn du nur E-Mails checken willst, was willst du mit einem Tablet? Vor allem, was willst du mit einem... Wie gesagt, da ist halt die PR-Aktion von Apple, die da super geil anspricht. Ja, da springt jeder drauf an, auf dieses Ding. Aber was möchte ein älterer Herr oder eine ältere Dame, ich sag mal von knapp 60, 70... Ja, was wollen die mit einem Tablet? Sie sagte schon, ja, Bücher lesen möchte ich nicht, dafür habe ich meine Bücher. Okay. Und er sagt, ich möchte nur E-Mails checken. Warum dann 500 Euro oder noch mehr für ein Tablet ausgeben, egal welcher Hersteller es ist? Jetzt mal ganz im Ernst. Wo es um die E-Mails abzuchecken? Und dann auch noch, wenn du im Ausland unterwegs bist? Warum? Und da ist das ist mal so dieser Knackpunkt, den ich dann immer habe. Was erzählst du denen jetzt? Ja, was willst du dann machen? Willst du denen sagen, hey, alles super, kaufen Sie sich dieses überteuerte Produkt? Das ist doch bescheuert. Aber hey, so verdiene ich mein Geld. Und irgendwie muss ja auch mein Brot auf den Armutstisch. Ja, damit. Dich parken wir mal schnell um.
Da wüsste ich auch mal gerne eure Meinung. Achtung, es wird jetzt keine Streitdiskussion, soll es auch gar nicht werden, sondern echte logische Sache. Habt ihr ein Tablet und wenn ja, wofür nutzt ihr es? Ja, es soll jetzt kein Streitgespräch werden, einfach nur mal wissen, habt ihr ein Tablet? Also, ne? Ein Tablet-PC und wenn ja, wofür nutzt ihr es? Und dann geht mal kurz in euch und überlegt mal, ob ihr das Gerät zu 100% überhaupt auslastet. Nutzt ihr das Gerät wirklich zu 100% aus? Sprich, ihr checkt E-Mails, ihr macht ein bisschen was, Texte mitschreiben. Oder was macht ihr mit eurem Tablet? Was tut ihr damit? Im Prinzip doch dieselben Sachen, die ihr vorher mit dem Smartphone gemacht habt. Nur, dass ihr jetzt im Schnitt 500 Euro mehr ausgegeben habt für das Gerät. Oder wahrscheinlich noch am Ausgeben seid, wenn ihr das in Ratenzahlung gemacht habt. Jetzt also wirklich, also ich habe echt mal überlegt, mir auch so ein Ding zuzulegen und habe dann mal echt überlegt, brauche ich das? Was mache ich damit? Was will ich damit tun? Ich würde damit E-Mail checken. Ja, mache ich jetzt mit meinem Smartphone. Ja, ich würde auf YouTube raufgehen, mir Videos angucken. Ja, okay, mache ich jetzt auch mit meinem Smartphone. Ich habe jetzt vielleicht nicht so ein großes Bild, aber das, was ich sehe, das, was ich habe, reicht mir. Und selbst mit dem Smartphone mache ich es nicht häufig. Nicht, weil ich da kein großes Bild drauf habe, sondern einfach, weil, wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Dann sitze ich meistens in der Bahn, bin auf dem Weg zur Arbeit. Fahrzeit 10 Minuten. So, davon laufe ich gefühlt, da ist ja gefühlt, davon laufe ich die Hälfte zum Bahnhof und vom Bahnhof weg. Also, da komme ich gar nicht dazu, irgendwas YouTube-mäßiges zu gucken. Also bleiben noch 5 Minuten in der Bahn sitzen. Ja, die 5 Minuten in der Bahn sitzen, da steigt man in der Bahn rein, setzt sich hin, kramt das Ding aus, lockt sich ins YouTube ein, lädt das Video hoch, bis das fertig hochgeladen ist. Ja, kann ich auch schon wieder aussteigen und fertig ist. Also, echt? Nee, brauche ich nicht. Wie gesagt, weil E-Mail checken, das kann ich ja auch hier am Smartphone. Mache ich ja auch immer. Selbst wenn ich am PC sitze, checke ich meine E-Mails am Smartphone. Warum auch nicht? Wenn ihr mir die Kommentare reinschreibt, wenn neue Abonnenten dazukommen, an dieser Stelle erstmal Hallo an alle Abonnenten seit vor 2 Tagen, die neu dazugekommen sind. Willkommen in unserer illustren kleinen Runde. Wie gesagt, das kriege ich per Mail aufs Handy. Das schaue ich mir auf meinem Handy an und fertig. Ja, wenn ich es dann kommentiere, okay, dann gehe ich bei YouTube rauf. Wenn mich denn YouTube lässt. Wir sind bei Thema Nummer 2. Na, wer von euch hat heute auf morgen versucht, bei YouTube raufzugehen? Wer von euch hat einen eigenen Kanal und lädt Videos hoch? Einige. Sehe ich ja. Ja, und wer von euch hat es geschafft? Wenigen. Ja, also jetzt, wenn ich auf Facebook raufgehe und Meldungen von PeteSmeet und Saraza und Debitor lese, wo drin steht, ja, ich würde gerne, wir haben 13 Uhr, die meisten veröffentlichen wirklich um 13 Uhr einen Teil ihrer Videos oder ihre ersten Videos für den Tag. Ich würde gerne, aber YouTube lässt mich nicht. Selbst Leute, die per Planung Videos hochladen, selbst deren Videos kamen nicht. Und wenn sie es dann geschafft haben, Videos reinzustellen, war der Abo-Box wieder blockt. Also, aktuell ist YouTube ein bisschen komisch. Ich verstehe es ja teilweise, wenn man Serverumbuchungen hat oder Serverumzüge hat, wenn neue Sachen raufgespielt werden in die Systeme, dann ist immer irgendwo eine Fehlermarge mit drin. Aber das hatten wir jetzt in den letzten 7 Tagen wie oft? 2-mal, 3-mal das Problem? Und da steckt ja auch noch mehr hinter, ne? Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt Videos, die monetarisiert sind. YouTube verdient dadurch Geld. Also YouTube bekommt ja Geld dadurch, dass die User meine Videos und auch die von allen anderen schauen, dass die User vielleicht auf die Werbung draufklicken, dafür bekommt YouTube Geld. Und wenn aber kein User ein Video gucken kann, weil die Großteil der Leute abonnieren ja ihre Kanäle, die Sachen, die sie sich anschauen wollen, ja, denn die kriegen aber keine Meldung. Ja, was? Die wenigsten klicken auf die Kanäle selbst. Und selbst dann war nicht bei jedem Kanal irgendwas zu sehen. Deswegen, also, da hat sich teilweise YouTube keinen Gefallen mitgetan mit dieser Sache.
Leider Gottes. Ne? Denn natürlich auch zum Nachteil muss ich wieder mal 5 Leuten, darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr wart clever. Und zwar die ersten 5, die auf jedes Video, angeschaut haben, was heute hochkam. Zumindest die LS-Sachen. Weil das sind hundertprozentig die 5, die mich auf Facebook geaddet haben. Weil ich konnte ja zumindest, irgendwann hatte ich ja das Glück gehabt, so, ich glaube, es war nicht ganz 5 Minuten, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, dass ich endlich reinkam ins Videomanagement und die Videos freischalten konnte für heute. Das habe ich ganz, ganz schnell bei Facebook gepostet, dass alle Bescheid wissen, weil ich mir ja schon gedacht habe, dass das mit den Abo-Boxen nicht hinhaut. Denn die beiden Probleme kommen immer zusammen. Wie gesagt, die 5 waren, die mich auf Facebook geaddet haben, die bekamen die Meldung. Die konnten sich dann das Video gemütlich anschauen. Direkt, fast pünktlich. Es waren ja nur 3 Stunden später als angekündigt. Hab deswegen auch direkt alle Videos auf einmal rausgehauen. Oh nein, wir haben keinen Dünger mehr. Und dementsprechend sagt die 5, ne? Hut ab, Chapeau. Ihr seid die Besten. Also, naja. Ihr seid alle gleich cool. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwem bevorzuge oder nicht. Ja, das sind halt so die Sachen, die mir so in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen sind. Was ist mir noch so? Ach so, ja klar. Wie gesagt, die Leute auf Facebook wissen es schon. Deswegen, noch einmal für alle. Ich habe gestern offiziell mein allererstes Let's Play Projekt beendet. Und, also beendet, nicht abgebrochen, wirklich beendet. Ich habe gestern ein bisschen Langeweile gehabt und habe mir gedacht, okay, kannst dich Samstag ja gemütlich hinsetzen und nimmst noch einen Schwung Dawn of War auf und einen Schwung LS. Aber ich habe gestern irgendwie Bock gehabt, Dawn of War zu zocken, aber so richtig. Und ja, habe dann direkt 2 Missionen gezockt und plötzlich Spielende. Dawn of War ist zu Ende. Der erste Teil. Also das Hauptspiel. Und weil der Briefträger gestern auch so super drauf war und mir mein Paket geliefert hat, wissen die Leute, ja, ich piek's jetzt mit dem Finger in die Wunde rein. Wissen auf jeden Fall die Leute auf Facebook, dass, wie das nächste Projekt heißt. Okay, der Rest wird's auch erfahren im Laufe der Woche. Spätestens im letzten Video oder vorletzten Video von dem Dawn of War Let's Play werdet ihr das neue Projekt auf meinem Kanal kennenlernen. Zumindest erstmal akustisch. Ich habe es angekündigt. Ich werde am Dienstag, ja, Dienstag ist wieder ein schöner Termin, finde ich, das Startschussvideo dazu rausbringen. Ich weiß nur nicht, wie lange es ist, weil das Problem ist, beim LS das Startschussvideo war geil, konnte ich super machen, weil vom Landwirtschaftssimulator gab es eine Demo. Hoppala. Man sollte gucken, wo man hinfährt. Da gab es eine Demo, da konnte man dann gemütlich die Demo anzocken, weil man genau weiß, man zeigt nicht zu viel in der Demo, denn man im Hauptspiel sind ja noch einige Sachen mehr dazugekommen, die halt in der Demo jetzt nicht drin waren. Also konnte man das gemütlich machen. Ja, von meinem neuen Projekt gibt es aber keine Demo. Dementsprechend kann ich da keine Demo anspielen. Also werde ich mal schauen, ob ich da einfach ein Multiplayer-Match nehme. Das Multiplayer-Match aufnehme. Und das als Startschussvideo reinsetze. Und ab Freitag könnt ihr euch dann auf das neue LP freuen. Zeitgleich geht es dann auch am Freitag mit dem nächsten Teil von Dawn of War weiter. Der wieder wie gewohnt in Doppelfolge kommt. Abwechselnd mit LS. Das geht ganz normal weiter. Ja, Dawn of War, die letzte Folge müsste am... Also die beiden Finalfolgen müssten am Montag raus. Ich habe heute schon ein bisschen Bammel gehabt. Weil wenn das Problem bei YouTube noch jetzt bis 20 Uhr gedauert hätte, hätte sich das Ganze um den Tag natürlich nach hinten verzögert. Dementsprechend hatten wir Glück, dass das wirklich nur bis 13 Uhr gedauert hat, das Problem. Und wir gemütlich um 13 Uhr, halb gemütlich um 13 Uhr,
die Videos raushauen konnten. Also ich zumindest die Videos raushauen konnte und ihr euch das Ganze anschauen durftet. Ja, was haben wir noch? Was steht an? Morgen steht an, erstmal eine kleine Skype-Konfi mit den vier Gewinnern für den Multiplayer vom Let's Play, also vom LS. Und den Rest verrate ich euch in der nächsten Episode. Ich habe wieder ein bisschen überzogen, aber egal. Mal gucken. Ich sag mal spätestens bei Folge, welche sind wir eigentlich? 50, sag ich. Werden wir es mal schaffen, einen echten 20-Minuten-Part hinzukriegen. Also, in diesem Sinne, bis in 4 Stunden theoretisch, dann kommt die zweite Folge. 2, 4, ja. Dann kommt die zweite Folge. Und bis dahin sage ich mal, tschüss, auf Wiedersehen und bye bye. Tschüss.